In diesem Video sprechen wir über den Facebook-Konzern oder wie er neuerdings heißt, Meta Platforms. Wir klären, was es genau damit auf sich hat und ob die Aktie derzeit ein Kauf ist oder ob man vielleicht lieber noch abwarten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die Plattformen hinter dem Meta-Konzern. Ursprünglich ja Facebook und auch eines der größten Beteiligungen des Unternehmens und natürlich auch die Keimzelle des Ganzen, das Mark Zuckerberg gegründet hat. Aber wir gehen gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Facebook bzw. Meta gucken wir uns heute an, weil es in der Abstimmung in der YouTube-Community, die immer von Samstag bis Dienstag stattfindet, gewonnen hat. War, glaube ich, das erste Mal zur Abstimmung und ihr habt auch direkt dafür gestimmt. Deswegen schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Starten wir immer aber mit dem langfristigen Chart des Unternehmens. Und der ist noch gar nicht so langfristig. Das Unternehmen ist erst 2012 an die Börse gegangen, hat seitdem tatsächlich einen sehr guten Lauf gehabt. Man muss tatsächlich sagen, eigentlich entsprechend auch des Unternehmenswachstums ist die Aktie ebenfalls sehr stark gelaufen. Und heute trotz aller Unrufe, trotz aller Skandale und Krisen fast auf Allzeithochniveau. Aber das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Vorher wollen wir mal in die Historie des Unternehmens und da mal ein bisschen reinschauen, wie das Ganze entstanden ist. Gegründet wurde das Unternehmen nämlich im Februar 2004. Unter anderem eben hier auch von Mark Zuckerberg, aber eben auch Dustin Moskovitz, Chris Hughes und Eduardo Saverin. Die haben 2004 Facebook gegründet. Bekannt ist heutzutage eigentlich nur noch Mark Zuckerberg. Die anderen kennt man vielleicht noch aus The Network, also aus diesem Spielfilm, der so ein bisschen auf dieser Geschichte beruht. Mark Zuckerberg selbst sagt, ja, es war alles ganz anders, aber man könnte sich da schon Parallelen durchaus vorstellen. Es gab dann einige Entwicklungen und Akquisitionen. 2011 kam dann tatsächlich erst nach langer Entwicklung ansonsten in Facebook auch der Facebook Messenger, der heute auch ein wichtiges Kernelement ist. 2012 hat man dann hier Instagram gekauft, auch eine der größeren Plattformen mittlerweile und wächst vor allen Dingen deutlich stärker mittlerweile als Facebook selbst. Aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Man hat hier 2013 dann WhatsApp gekauft für einen größeren Milliardenbetrag. Damals soll das Ganze einfach auf einer Serviette unterschrieben worden sein und dann relativ schnell die Besitzer gewechselt haben. War mit Sicherheit kein falscher Zukauf. Und 2014 wurde hier Oculus zugekauft. Hier ist das Facebook-Unternehmen im Bereich eben ja, virtuelle Welt, virtuelle Realitäten unterwegs. Da gibt es eben diese virtuellen Brillen von Oculus. Und auf dieser Idee basiert ja unter anderem auch das Metaverse, was wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer angucken. Es gab dann hier 2016 auch mal die ersten Beschreibungen im Arbeitsbereich mit Facebook Work, so ein bisschen, oder Workplace, so ein bisschen Fuß zu fassen. Meines Wissens nach, also mir ist das noch nirgends wirklich begegnet und ich wüsste jetzt auch nicht, dass Facebook da wirklich groß Fuß gefasst hat bisher. Auch wenn für Unternehmen Facebook eine wichtige Adresse ist, aber darüber sprechen wir gleich nochmal separat. Gab hier noch ein paar andere Zukäufe, Novi und hier noch was, aber hier das Wichtigere eigentlich 2021. Jetzt wurde das Unternehmen umbenannt in Meta. Und das gucken wir uns jetzt eben genau ein bisschen hinter an, denn Facebook bzw. Meta ist nicht nur Facebook. Wir haben es gerade schon gesehen, das größte Unternehmen dahinter ist natürlich Facebook, die größte Plattform. Aber sie nennen sich jetzt eben zu Recht Meta Platforms, denn sie haben hier mittlerweile mehrere soziale Medienplattformen, die durchaus miteinander interagieren. So kann ich zum Beispiel, wenn ich etwas poste auf Instagram, das direkt auch auf Facebook posten oder umgekehrt. Wenn ich Werbung schalte auf Facebook, kann ich das auch direkt auf Instagram machen. Und so entsprechend sind die Dinge miteinander gekoppelt. Ich habe hier auch WhatsApp, eins der ja mit am stärksten genutzten Messenger-Dienste der Welt. Wobei man sagen muss, hier haben sie noch nicht die große Werbeplattform, aber auch das soll eben stärker kommen. Und Oculus vielleicht noch ein bisschen weniger in Erscheinung getreten bei uns, aber nichtsdestotrotz soll das eins der Zukunftsthemen sein. Deswegen hier aufgelistet, während die anderen Produkte, die sie ebenfalls noch anbieten, die wir uns gerade angeguckt haben, hier noch nicht mal bei Facebook aufgelistet sind. Was hat das jetzt genau mit Meta und dem Metaversum auf sich? Wer sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt hat, es gab dazu eine eigene Präsentation von Mark Zuckerberg. Hier ist er und hier ist im Prinzip sein, ja, seine virtuelle Realität davon. Die Idee hinter dem Metaversum ist sozusagen, dass man in einer parallelen virtuellen Welt Dinge tun kann, sich treffen kann und dass ja auch die physischen Treffen ersetzen kann beinahe. Das heißt, man kann viele Dinge machen, Spiele, sich treffen, in Urlaub gehen, lesen, sich fortbilden in einem Metaversum, das heißt in einer virtuellen Realität, die
angelehnt ist an die echte Realität, die ich mir auch so bauen kann, wie ich das möchte. Ich kann mich da eben auch mit anderen Personen zusammentreffen und ich kann da eben Dinge tun, die ich in der Realität vielleicht nicht tun kann. Oder ich kann eben Distanzen überbrücken oder ein Gefühl davon schaffen, Distanzen zu überbrücken und in so eine Art virtuelle Welt eintauchen, wie wir das in schon so manchem Science-Fiction-Film gesehen haben. Und das ist die Idee hinter dem Metaversum, die Facebook jetzt hier oder Meta und Mark Zuckerberg hier ganz massiv nach vorne bringen. Und da haben ja schon viele dran gearbeitet. Es gab ja schon mal Second Life und andere virtuelle Realitäten in der frühen Vergangenheit. Alles nicht so richtig funktioniert. Facebook bzw. Meta versuchen das jetzt besser zu machen und hier eine virtuelle Realität zu schaffen. Wenn ihnen das gelingt, ist das mit Sicherheit ein Riesenschritt in die Zukunft und mit Sicherheit ein absoluter Milliardenmarkt, den sie dann da beherrschen könnten, auch nochmal mit ihrer Werbeplattform, die sie ohnehin schon haben. Auf der anderen Seite haben sie natürlich schon ein gewisses Vertrauensproblem und da wird spannend zu sehen sein, wie das Ganze adaptiert wird, wenn es denn mal so weit kommt. Und das ist das Einzige, was man vielleicht momentan an der ganzen Thematik, wenn überhaupt, bemängeln könnte oder müsste. Das Ganze wird momentan medial extrem aufgebauscht. Es wird natürlich überall jetzt als das nächste große Thema bezeichnet. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu den Hype-Cycles bei neuen Technologien. Ich verlinke das gerne auch nochmal hier oben. So ein bisschen erinnert mich das auch daran. Da wird jetzt natürlich sehr viel darüber geredet. Da werden alle möglichen Zukunftsfantasien in dieses Thema schon hinein projiziert. Und das wird mit Sicherheit auch irgendwann kommen, aber meistens dauert es dann doch länger. Das heißt, es wird nach oben geschossen. Das sehen wir zum Beispiel auch gerade bei Produzenten von Grafikkarten, die natürlich sehr stark gefragt sind, um so ein Metaversum herzustellen wie Nvidia. Nicht, dass die nicht trotzdem gebraucht werden, das nicht, aber da steckt natürlich schon extrem viel Zukunftsfantasie drin. Und deswegen schießt das natürlich jetzt nach oben. Und wenn das Ganze dann tatsächlich doch mal abflaut, weil es ein bisschen länger dauert und ein bisschen die Ernüchterung kommt, vielleicht kommen dann auch noch mal ein paar schlechte Wirtschaftsdaten, weil man sieht, okay, dieses starke Wachstum kann doch nicht so aufrechterhalten werden oder das dauert alles ein bisschen länger, dann kann es eben zu dieser, ja, zu diesem großen Tal der Enttäuschung kommen, wo es dann einfach nochmal so ein bisschen in sich zusammensackt. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr hier bei dem Thema. Nicht, weil es nicht ein Zukunftsthema ist und weil ich nicht Facebook nicht mal zutrauen würde, dass sie es machen. Das glaube ich schon. Sie arbeiten da, glaube ich, sehr intensiv dran. Und Mark Zuckerberg, muss man ja sagen, ist, glaube ich, bei den Dingen sehr fokussiert. Und wenn einer da ganz vorne mit dabei spielt, dann mit Sicherheit er. Aber ob das jetzt in so kurzer Zeit, wie jetzt viele Leute das da hineininterpretieren, kommt, da habe ich noch meine Zweifel und dementsprechend könnte es da noch mal zu den ein oder anderen Enttäuschungen kommen bei den Anlegern, die jetzt vielleicht schon auf dieses Thema setzen, auch wenn es irgendwann kommt, vielleicht nicht so schnell, wie man sich das Ganze erhofft. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Mark Zuckerberg geredet. Es ist, glaube ich, jetzt nichts mehr Unbekanntes, dass er der Gründer von Facebook und damit auch von Meta ist, die anderen Firmen zugekauft haben. Er ist auch immer noch der CEO, leitet das Unternehmen nach wie vor, vor allen Dingen natürlich in strategischen Belangen. Für seine operativen Geschäfte hat er andere Angestellte, hat er andere Manager mittlerweile für die verschiedenen Bereiche. Und ja, man kann jetzt über ihn halten, was man will. Aber er hat mit Sicherheit da innerhalb von kürzester Zeit eines der marktbeherrschenden, internetbeherrschenden Imperien geschaffen, die man mit so einem Alter überhaupt nur schaffen kann und hat da mit Sicherheit etwas richtig gemacht, auch wenn vielleicht die Methoden dabei nicht immer jedem gefallen und darüber kann man mit Sicherheit streiten. Interessant zu sehen ist aber eigentlich auch, wie Mark Zuckerberg an dem Unternehmen noch beteiligt ist. Wenn man jetzt nämlich die Aktie sich anguckt und die Anteilseigner sich anguckt an dem Unternehmen, dann taucht Mark Zuckerberg hier erstmal gar nicht auf. Da ist der größte Anteilseigner hier die typischen Verdächtigen. Vanguard Group als großer ETF-Anbieter 7,7%, Fidelity mit 5%, BlackRock mit 4%, T. Rowe Price mit 4%, State Street auch ein großer ETF-Anbieter 3,9%, Capital International 2%, Capital Worlds 1,9, Capital Research 1,7, Geody Capital 1,7 und die Norges Bank 1,2. Also wir sehen hier so die typischen Verdächtigen, aber wir sehen eigentlich gar nicht Mark Zuckerberg, wo wir ja doch eigentlich wissen, dass dem Großteil des Unternehmens gehört. Und das liegt tatsächlich, wie auch bei Alphabet, wie wir das da schon gesehen haben, bei der Aktienanalyse, an der Aktienstruktur des Unternehmens. Und da gibt es diese schöne Grafik, es gibt nämlich hier die Class A Shares, also die A-Aktien des Unternehmens. Das ist das, was wir gerade auch gesehen haben, das, was wir als Normalanleger auch überhaupt nur handeln können und wo die großen Investoren tatsächlich auch nur handeln können. Das ist der Großteil der Aktien, die es gibt. Über 2 Milliarden Aktien gibt es hiervon. Und dann gibt es hier noch Class B Shares, also B-Aktien des Unternehmens. Das hat Mark Zuckerberg dann tatsächlich mal in die Wege geleitet. Davon gibt es gar nicht so viele Aktien, ein paar hundert Millionen nur. Aber die haben eine deutlich größere Stimmrechtsanzahl. Ähnlich wie wir das bei Alphabet gesehen haben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Eine Aktie hat 10 Stimmrechte, während hier eine Aktie nur ein Stimmrecht hat. Und dann sehen wir hier eben auch die Voting Power, also die Stimmrechtsmacht. Wenn wir mal gucken, das hier ist 1:1, eine Aktie ist ein Stimmrecht.
eine Aktie sind ja mindestens mal 10 Stimmrechte, dann sehen wir, hier ist der Großteil der Stimmrechte. Und tatsächlich beherrscht Mark Zuckerberg den Mehrheitsanteil nach Stimmrechten von Facebook, auch wenn ihm nicht die meisten Anteile gehören. Er hat tatsächlich die meisten Stimmrechte auf sich vereint und kann damit nach wie vor, egal was im Konzern passiert und egal wie sehr er selbst oder das Unternehmen, vielleicht auch wegen Regulierungsvorwürfen, wegen vermeintlich schädlichen Belastungen auf Teenager oder eben auch andere Personen, er kann eigentlich nicht wirklich wegkommen von Facebook. Er hängt da so eng mit Meta zusammen. Eigentlich kann ihn keiner vom Thron stoßen, höchstens er möchte das. Dementsprechend ist er da absolut gesetzt und fix und hat da eine absolute Hand drauf auf den Konzern. Und das kann mit Sicherheit gut, das kann auch schlecht sein. Auf der einen Seite schlecht, wenn er sich in die falsche Richtung entwickelt, auf der anderen Seite gut, weil dadurch kann er sich natürlich auf das Wesentlichste konzentrieren, und zwar das Voranbringen des Unternehmens, wo ihm mit Sicherheit immer noch eine große Herzensangelegenheit dranhängt. Und das ist ebenfalls mal interessant, ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, obwohl er tatsächlich sehr, sehr viele Aktien verkauft vom Konzern. Wir sehen hier mal seit 2012, wie viel Prozent er vom Unternehmen verkauft hat. Tatsächlich hier 2012 ging es schon mal los mit 2 Milliarden. Er hat auch tatsächlich hier allein im ersten Halbjahr 2021 Aktien im Wert von 2,2 Milliarden Dollar verkauft. Zwischenzeitlich waren es sogar mal ein bisschen mehr. Was er jetzt genau damit macht, außer natürlich sich so manche Dinge leisten wie ein Jet und eine schöne Villa, weiß ich ehrlich gesagt nicht, konnte ich jetzt auch nicht herausfinden. Ähnlich sehen wir das übrigens, und das ist gar nichts ungewöhnlich, dass das alte Eigentümer machen. Zum Beispiel, wir sehen das hier auch bei Jeff Bezos bei Amazon. Auch er hat hier zum 7. Mai 2021 bereits 1,1 Milliarden Dollar verkauft an seinen Anteilen an Amazon. Das muss nicht unbedingt immer negativ sein, wie das oft ja irgendwie interpretiert wird. Es wird ja immer gesagt, dass Insider-Transaktionen, wenn sie Verkäufe beinhalten, eigentlich immer negativ sind. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern es kommt immer so ein bisschen auf die Hintergründe an. Bei Jeff Bezos ist es relativ klar, der will ins Weltall, der will Blue Origin unterstützen, seine Weltraumfirma, und braucht dafür natürlich Kapital. Ähnlich sieht das tatsächlich ein bisschen aus mit Elon Musk. Der verkauft ja auch gerade für 10 Milliarden Aktien von Tesla. Auch der braucht Kapital für andere Projekte und jettet ja um die Welt. Auch das will ja irgendwie finanziert werden. Das wird nicht immer nur Tesla bezahlen oder seine anderen Firmen. Das muss er auch manchmal aus der eigenen Tasche bezahlen. Und dementsprechend sieht das auch bei anderen aus. Wir sehen das hier zum Beispiel beim CEO von Microsoft, Satya Nadella. Wir sehen das hier bei Mark Zuckerberg, was wir jetzt hier gerade schon besprochen haben. Wir sehen das hier auch bei Sundar Pichai, dem CEO von Google bzw. Alphabet. Auch der hat Anteile verkauft, und die müssen natürlich auch manchmal einfach Anteile verkaufen, weil das ein Großteil ihrer Vergütung ist, um sich ihren Lebensstil zu finanzieren oder um vielleicht auch Projekte, philanthropische Projekte auch, wo sie Spenden tätigen, einfach auch zu unterstützen. Und da der Großteil des Kapitals auch von Mark Zuckerberg nach wie vor in Facebook steckt, bleibt ihm eigentlich fast nichts anderes übrig, wenn er mehr Geld braucht, als sein Gehalt hergibt, seine Anteile zu verkaufen. Deswegen nicht unbedingt schlecht, aber interessant vielleicht auch mal zu wissen, weil auch sowas übt natürlich Druck auf den Aktienkurs aus, wenn der größte Anteilseigner oder einer der großen Anteilseigner hier im großen Stil auch Aktien verkauft. Wenn wir mal schauen, wie sich Facebook an sich entwickelt, und da wird ja oft Facebook schon tot gesagt, und da sehen wir mal, wie weltweit sozusagen wie viele Nutzer es gibt, hier von 2008 bis hier ins zweite Quartal 2021 hinein, dann kratzen wir jetzt hier fast schon an der 3 Milliarden Nutzermarke, und das jetzt einfach mal für Facebook alleine weltweit. Und es wird natürlich oft totgesagt, und dass die Plattform nicht mehr genutzt wird, kann ich auch nachvollziehen. Ich nutze das tatsächlich auch nicht mehr so viele, und viele in meinem Freundeskreis ebenfalls nicht mehr. Aber weltweit findet die Plattform nach wie vor Anklang. Und man muss auch sagen, das ist ja nicht die einzige Plattform von Facebook. Wenn wir mal schauen, das ist jetzt mal nur für die Vereinigten Staaten von Amerika, der Anteil in Prozent, wo diese Plattform überhaupt nutzen. Und da sehen wir, 69% der amerikanischen Erwachsenen nutzen tatsächlich nach wie vor Facebook. Das stagniert zwar jetzt schon seit einigen Jahren oder wächst nur noch leicht, aber wir sehen nach wie vor hier auch keinen richtigen Abfall. Also Facebook hat natürlich einfach in den USA auch ein gewisses Plateau erreicht. Sie haben damit Sicherheit ihre Durchdringung erreicht. Wenn, dann können sie erst noch im Rest der Welt wachsen. Aber sie haben natürlich auch noch andere Plattformen. Wir sehen hier auf Instagram Platz 3, 40% der Erwachsenen in Amerika nutzen das. Das ist ja auch eher so ein bisschen, jüngere Generation. Also auch unter den Erwachsenen sind das nicht unbedingt die Senioren, die das benutzen, sondern eher jüngere Generation.
Und deswegen kommt ihr dann auch langsam andere Plattformen noch hoch, wie Snapchat und TikTok und so weiter, die hier ein bisschen unterhalb rangieren, einfach weil sie auch noch von jüngeren Kalibern benutzt werden. WhatsApp gerade mal 23%. Man muss auch bedenken, in Amerika sind auch solche Plattformen bzw. Messenger-Dienste wie iMessage von Apple oder eben auch dann der Facebook-Messenger, der hier oben mit Sicherheit mit dabei ist, nochmal separat oder werden sehr viel genutzt, nochmal stärker als hier bei uns. Deswegen kann man das nicht immer eins zu eins übertragen. Und es ist deswegen auch wichtig, weil für Facebook ist Amerika immer noch der wichtigste Markt. Aber das gucken wir uns gleich an. Was auch interessant ist zu sehen, tatsächlich in Amerika ist YouTube auf Platz 1 der meistgenutzten Portale für Erwachsene. Über 81% oder 81% der Anteil, des Anteils hier in 2021, die nutzen YouTube. Da sehen wir aber grundsätzlich mal, Facebook ist gut unterwegs mit der Kernplattform immer noch ganz oben mit dabei, recht stabil. Wir sehen, Instagram steigt sehr konstant an. Auch WhatsApp ist relativ konstant. Und wir sehen da mal vom Grundsatz her, dass die Plattformen von Facebook bzw. Meta hier absolut gut aufgestellt sind und nicht diesen massiven Einbruch erleiden, den man sich so vorstellen kann. Interessanter eigentlich für die Geschäftsentwicklung sind nicht nur die Nutzer und die Nutzerzahlen, sondern eben auch, was denn der Umsatz pro Nutzer in den einzelnen Quartalen bedeutet. Das heißt, Facebook macht ja hauptsächlich Umsatz über die Werbung, die sie schalten auf ihren Plattformen. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass trotzdem, dass die Nutzer eigentlich nicht wirklich wachsen, dass sie hier tatsächlich mehr Geld verdienen pro Nutzer, den sie haben. Das heißt, sie können bei gleichbleibender Nutzeranzahl tatsächlich einfach teurere Werbung verschalten oder teurer oder mehr Geld verlangen für die Werbung, die sie auf ihren Plattformen schalten. Und dementsprechend wächst dann natürlich trotzdem ihr Umsatz und Gewinn. Und da ist mit Sicherheit noch nicht die ganze Fahnenstange erreicht. Es gibt hier auch eine schöne Auswertung, ebenfalls jetzt mal von den USA. Ist aber, wie gesagt, der größte Markt von Facebook, deswegen natürlich auch sehr relevant. Sehen wir mal, wie in Summe die Werbeausgaben in Amerika verteilt sind. Und zwar hier von 2015 bis 2020. Und der große rote Block hier unten, das ist Alphabet bzw. Google. Das ist die größte Plattform. Dann haben wir hier Facebook als zweitgrößten Bereich. Und wir sehen auch, wie stark das gewachsen ist und wie stark auch gerade Facebook gewachsen ist die letzten Jahre. Und dann hier auch zunehmend Amazon. Und der restliche Anteil des Werbeumsatzes, der schrumpft eigentlich eher. Interessant ist auch zu sehen, dass die Gesamtwerbeausgaben 2019 auf 2020, also im Krisenjahr 2020, zurückgegangen sind. Die Internetgiganten aber, da wurde tatsächlich mehr Werbung geschalten. Und warum ist das so? Naja, auf der einen Seite immer weniger Leute lesen Nachrichten, wo früher, oder lesen Zeitungen und Zeitschriften, da wo früher viel Werbung geschalten worden ist. Weniger Leute gucken auch Fernsehen. Es gibt mittlerweile Netflix, Apple TV, es gibt Amazon Prime und Co. Also auch da immer weniger klassische Fernsehwerbung, sondern eben andere Plattformen, die genutzt werden. Und dafür wird dann aber auch gleichzeitig immer mehr Werbung geschalten auf sozialen Netzwerken, weil da kann ich sehr individuell auf die jeweilige Zielgruppe hinaus das Ganze targetieren. Ich habe mich damit mal so grundsätzlich ein bisschen beschäftigt. Vom Grundsatz her ist es so, ich kann sogar targetieren oder ich kann sogar auswählen, auch bei Facebook zum Beispiel, ob meine Werbung zum Beispiel nur an iPhone-User oder nur an Android-User ausgerollt werden soll, weil iPhone-User einfach grundsätzlich nachgesagt wird, dass sie mehr Geld ausgeben als Android-User und damit eigentlich höherwertig sind. Und wenn ich dann eine höherwertige Zielgruppe ansprechen möchte, dann muss ich auch mehr dafür zahlen an Facebook tatsächlich. Aber dafür wird es eben auch zielgerichteter ausgerollt. Ich kann Altersgruppen einschätzen. Ich kann auch sagen, ich möchte gewisse Interessen, wenn jemand einen Hund hat, wenn jemand Tennis spielt oder ähnliches, all das kann ich adressieren. Das weiß Facebook über die vielen Daten, die sie sammeln. Das wissen sie auch über die Gruppen, in denen ich aktiv bin, über die Dinge, die ich mich so unterhalte. Und das ist aber auch so ein bisschen das Problem jetzt von Facebook. Viele nutzen natürlich entweder Android-Plattform, also die von Google, oder sie nutzen eine iPhone- oder macOS-Plattform von Apple. Selbst haben sie ja keine Plattform. Vielleicht kriegen sie das mit Metaversum dann künftig anders hin. Aber im Moment sind sie abhängig von Plattformen, auf denen ihre Apps und ihre Plattform wiederum laufen, die anderen gehören, die eigentlich auch irgendwo im Wettbewerb sind. Ganz massiv haben sie das jetzt gespürt, weil Apple mit dem neuesten Betriebssystem diese Möglichkeit, Daten zu tracken, also über Apps, über Webseiten hinweg, da gibt es den bekannten Facebook-Pixel, den man auf der Webseite einbindet, dann weiß jemand, okay, diese Person war jetzt eben auf meiner Webseite und dann kann ich die auf anderen Webseiten sozusagen verfolgen. Ich kann sehen, auf welchen anderen Webseiten war sie und kann entsprechend da auch Werbung ausschalten, weil ich zum Beispiel schon mal auf einer Webseite war, sehe ich auf einmal ständig Werbung von diesem Unternehmen. Und dieses Retargeting, wie es dann heißt, dient eben dazu, dass ich immer wieder daran erinnert werde, weil ich hatte ja scheinbar ursprünglich mal Interesse. Und was Apple mit dem neuesten Betriebssystem gemacht hat, ist das Ganze eben zu unterbinden oder zu reduzieren.
und es eben nicht mehr so einfach möglich zu machen, dass dieses Retargeting und dieses Tracking passiert. Und das ist natürlich für Facebook tatsächlich ein Problem, denn sie sind da mit die Vorreiter, wenn es darum geht, sehr exakt auf die persönlichen Daten zuzugreifen und die Werbung dementsprechend auszuspielen. Deswegen ist das für sie ein bisschen kritisch im Moment. Der generelle Trend aber dahin, dass mehr Werbung auf ihren Plattformen, egal auf Instagram oder Facebook oder über ihre Messenger ausgespielt wird, ich glaube nicht, dass der sich grundsätzlich ändern wird. Ihnen fällt es zwar schwerer, jetzt genau zu wissen, was wir tun, weil sie nicht mehr ganz so viele Daten sammeln können, aber für eine grundsätzliche Einschätzung haben sie immer noch genug Daten. Und das ist immer noch sehr attraktiv für Werbetreibende. Und es gibt ja immer wieder diese Boykottaufrufe, das muss man auch so ein bisschen relativieren, von großen Unternehmen wie Unilever, Procter & Gamble, Nestle und Co. Wenn dann mal wieder Facebook negativ in den Medien ist, dann reduzieren diese großen Konzerne ihre Werbeausgaben und man denkt dann, oh Gottes Willen, bei Facebook geht es jetzt bergab. Was viele aber nicht wissen, und dazu habe ich aber leider keine Grafik gefunden, Facebook hat tatsächlich einen extrem großen Anteil an kleinen Werbetreibenden. Das heißt, das sind viele kleine Unternehmen, kleine Geschäfte, kleine Lokale, Einzelunternehmer, kleine Teams, kleine Agenturen, wie auch immer, die auf Facebook unheimlich viel Werbung schalten. Und tatsächlich ist es auch so, dass Facebook das eher sehen möchte. Also sie suchen sogar eher oder sie bevorzugen sogar eher die vielen kleineren Unternehmen. Und die großen Konzerne werden von ihnen sogar eher ein bisschen abgestraft, weil sie gar nicht so abhängig sein wollen von vielen großen Konzernen. Das heißt, selbst wenn Unilever oder Co. auf einmal die kompletten Werbeausgaben für Facebook zurückziehen würde, wäre das natürlich schon schmerzhaft. Aber eigentlich würde das ihr Geschäftsmodell nicht wirklich tangieren, denn viele Unternehmen, viele kleine Unternehmen, viele Lokale und sonstiges, die sind tatsächlich abhängig von Facebook-Werbung und würden nie auf die Idee kommen, diese Facebook-Werbung zurückzuziehen. Ganz im Gegenteil, sie versuchen sogar alles, um Facebook irgendwie alles recht zu machen. Und da ist genau umgekehrt. Tatsächlich sind dann die, die dem Konzern Geld geben, eher die Bittsteller und müssen froh sein, wenn sie von Facebook nicht gesperrt werden, weil Facebook da wirklich sehr rigoros vorgeht auf ihren Plattformen und Werbetreibende sperrt. Also von der Seite, vieles spielt weiterhin Facebook in die Karten. Eine sehr stabile, sehr breit aufgestellte Werbeplattform, wo die Leute eigentlich eher froh sind, wenn sie auf der Plattform Werbung schalten können. Eher nach wie vor steigende Werbeausgaben im Social-Media-Bereich, da die Bedeutung von Zeitungen und klassischen Fernsehsendern immer geringer wird. Und mit den künftigen Aussichten vielleicht noch, die sie so haben, auch in Zukunft mit Sicherheit noch genug Plattformen. Und man darf ja gar nicht vergessen, WhatsApp zum Beispiel, da schalten sie noch gar nicht so viel Werbung. Also auch da haben sie noch Potenzial weiter zu wachsen. Und wir sehen, sie haben mit Sicherheit hier noch nicht den großen Kuchen unter sich aufgeteilt. Da ist noch viel Platz, mit dem sie wachsen können. Jetzt haben wir mal genug über das Unternehmen und die Geschäftsmodelle und so weiter geredet. Jetzt gucken wir mal auf die nackten Zahlen und gehen mal in den Aktienfinder rein. Alles, was wir gerade so gesehen haben, das sehen wir nämlich tatsächlich auch im Umsatz, in der Umsatzentwicklung. Wir sehen dieses konstante Wachstum, das tatsächlich hier dann auch eher durch Corona und nach Corona nochmal angezogen hat, weil viele natürlich davon eher profitiert haben, dass sie hier gezielter Werbung schalten können. Und das Ganze auch auf einer riesigen Bruttomarge von 80%, die operative Marge immer noch 42%, Nettomarge 36%, da können viele andere nur davon träumen. Also eine absolute Cash-Cow, kann man nicht anders sagen. Und das sieht man dann entsprechend auch, wenn man jetzt hier einfach mal in die Verteilung reingeht, wie das Unternehmen gewachsen ist hier bei der Umsatzentwicklung, aufgeteilt auf die Produkte bzw. auf die Hauptumsatzströme. Und auch interessant zu sehen, 98% ihrer Umsätze kommen tatsächlich aus der Werbung. Gerade mal 2% sind andere Einnahmequellen, wie zum Beispiel eben irgendwelche Workplace-Lösungen oder Oculus oder sonstiges. Tatsächlich ist das einfach ein Werbeunternehmen und sie leben davon, dass sie Daten wieder an Werbetreibende verkaufen. Und dementsprechend, das ist nach wie vor der Großteil ihres Geschäftsmodells und nichts anderes. Bei der internationalen Verteilung haben wir gerade schon gesagt, Amerika ist der absolute Großteil, 42%. Und tatsächlich ist der Anteil nicht unbedingt gewachsen, aber Amerika wächst an sich, also der Umsatzanteil in Amerika wächst. Auch wenn die Bedeutung relativ gleich bleibt, schon seit Jahren ungefähr 43%. Wir sehen, dass Europa auf Platz 2 ist, 23%, 24%, auch relativ konstant, wächst aber auch, was den Gesamtbetrag angeht. Und dann kommt hier erst der Asien-Pazifik-Raum. Hier haben sie ja tatsächlich auch ganz andere Wettbewerbssituationen. In China fällt es ihnen schwer, Fuß auf den Boden zu kriegen und auch teilweise in anderen asiatischen Ländern. Indien wiederum versuchen sie relativ stark voranzutreten und voranzuschreiten. Aber China sind sie natürlich nicht so gern gesehen. Und der Rest der Welt, das sind ungefähr 8%. Aber wir sehen, alle Umsatzbereiche wachsen tatsächlich. Alle Länder und alle Regionen wachsen. Also insofern sieht man jetzt hier nicht irgendwo irgendetwas, was
Facebook entgegenschlagen könnte. Und dementsprechend sehen wir das dann auch in der Gewinn- und Cashflow-Entwicklung. Stetige Entwicklung nach oben. Wir hatten hier mal so ein bisschen eine konstante Entwicklung 2019, aber dann wirklich diesen starken Anstieg hier in der Corona-Zeit. Und auch das soll sich so fortsetzen. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Gucken wir mal auf die Bilanz des Unternehmens. Auch die, ja, absolut solide. Wir haben hier minimalste Verschuldung nur. Die Tilgungskraft kann locker die Schulden hier decken, sogar die nicht zu verzinsenden Schulden. Eigentlich überhaupt gar kein Thema. Ein bisschen Goodwill steckt hier mit drin, aber auch alles gar kein Problem. Also eine absolut solide Bilanz. Gibt es nichts zu meckern. Und da kommt natürlich so ein bisschen die Frage auf, ob man denn nicht mit dem ganzen Geld in der Bilanz, ähnlich wie wir das auch bei Alphabet gesehen haben, nicht vielleicht mal irgendwie Dividende ausschütten könnte oder stärker Aktien zurückkaufen könnte. Ich glaube, Mark Zuckerberg hat da jetzt nicht unbedingt so das Interesse dran. Er für sich bräuchte, glaube ich, auch nicht die Dividende. Er verkauft halt so ein paar Anteile. Aktivistische Investoren werden es extrem schwer haben, in das Unternehmen einzutreten, weil er einfach da eine beherrschende Stellung in dem Konzern hat. Da macht es relativ wenig Sinn, sich gegen ihn aufzubürden. Da haben sie einfach wenig Chancen. Dementsprechend kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich da schnell etwas ändert. Aber wir sehen zumindest mal leichte Aktienrückkäufe. Das sehen wir. Das Unternehmen kauft so ein bisschen Aktien zurück, ungefähr hier so seit 2017. Insofern ein bisschen was sehen wir schon, aber nicht wirklich im großen Maßstab. Und ich glaube, auf eine Dividende brauchen wir da auch nicht wirklich hoffen. Gucken wir mal auf die erste Bewertung und gehen hier mal in Richtung KGV. Und was wir hier so sehen ist, dass wir hier im Moment mit einem KGV von 24 bzw. einem bereinigten KGV von 20 natürlich jetzt nicht unbedingt extrem niedrig sind, aber auch nicht unbedingt hoch für so ein Wachstumsunternehmen, das so solide dasteht. Wenn man guckt, wir sind auch unter dem langfristigen historischen Durchschnitt des KGVs, sowohl bereinigt als auch bilanziell. Also insofern, wir sind hier eigentlich eher unterhalb des Durchschnitts und haben jetzt hier von der Warte, auch aus der historischen Betrachtung von Facebook, keine hohe Bewertung. Das hat natürlich auch so ein bisschen mit den Skandalen, mit den vielen Berichterstattungen, jetzt auch um Teenager-Probleme mit den Instagram-Plattformen, mit den Regulierungsbestrebungen in Amerika zu tun, dass die Aktie hier so ein bisschen abgestraft worden ist und sich nicht ganz so stark entwickelt hat, wie das Geschäftsmodell das eigentlich ansonsten zulassen würde. Aber Facebook hat natürlich auch eine gewisse Größe erreicht, in dem jetzt nicht mehr so die Wachstumsfantasien da sind, wie sie in der Vergangenheit oder in den Anfangsphasen da sind. Und das KGV schaut natürlich auch immer so ein bisschen darauf, wo sind denn die Gewinnerwartungen in der Zukunft, also wo sind die Wachstumserwartungen in der Zukunft. Und dementsprechend ist es auch logisch, dass die jetzt hier kein KGV mehr haben von 40, 50, 200 wie manch anderes Unternehmen. Dafür sind sie mittlerweile einfach zu groß. Gucken wir mal in den Piotrowski-Score, was der so sagt. Und der sagt auch 7 von 9 Punkten. Lediglich die Preissetzungsmacht, die ist ein bisschen zurückgegangen, aber auf extrem hohem Niveau, was die Bruttomarge angeht. Produktivität ist leicht gesunken. Ja, kann man drüber diskutieren. Hier gibt es auf jeden Fall 2 Punktabzüge. Aber nichtsdestotrotz, das Ding ist grasgrün. Also von allen Werten her gibt es hier bei Facebook nichts zu meckern. Gucken wir mal in Levermann rein auf der Webseite von Transparent Share. Die sagen jedoch keine Empfehlung zum Kauf im Moment. Hintergrund tatsächlich ist hier aber wirklich dann das KGV. Das aktuelle KGV ist hier nach Levermann einfach zu hoch, auch im Verhältnis über die letzten 5 Jahre. Auch die Veränderung der Gewinnschätzung ist negativ und das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist ein Punktabzug. Dementsprechend hier im Moment keine Empfehlung zum Kauf nach Levermann. Muss man mal sagen, naja, Kurs-Buchwert-Verhältnis, ich glaube, das spielt bei Facebook nicht wirklich so die Riesenrolle. Sie haben jetzt nicht die Riesenbuchwerte, nicht die Riesenprodukte auf Lager, die sie haben könnten. Also insofern kann man mit Sicherheit drüber streiten. Aber auf jeden Fall nach Levermann ist die Aktie derzeit kein Kauf, sondern theoretisch sogar eher ein Verkauf. Und dann ist es natürlich mal interessant zu gucken, wie sieht denn die Bewertung im Aktienfinder aus und was sehen wir da? Zur Erinnerung, die schwarze Linie, das ist der Aktienkurs des Unternehmens. Die grüne Linie hier oben, das ist der faire Wert auf Basis des bilanzierten Gewinns, die gestrichelte auf Basis des bereinigten Gewinns und hier diese hellgrüne auf Basis des Cashflows. Und was wir jetzt auf den ersten Blick mal in der Standardeinstellung im Aktienfinder sehen können, ist, dass die Aktie hier massiv unterbewertet ist. Und das tatsächlich hier nach der Logik schon seit 2017 eigentlich, war die Aktie immer unterbewertet und ist nicht so richtig vorangekommen. Wenn tatsächlich diese Standardeinstellung hier stimmen würde, dann hätten wir ein Aufwärtspotenzial von 78% oder 20% pro Jahr. Ich habe jetzt hier einfach mal den bereinigten Gewinn als Basis angenommen. Was wir aber auch sehen können, ist eigentlich, in der Vergangenheit hat das nie so richtig gepasst. Die Aktie war eigentlich immer überbewertet und dann war sie einfach unterbewertet die ganze Zeit. Also irgendwie so richtig orientieren tut sich das Ganze daran nicht. Dementsprechend habe ich jetzt mal die faire Bewertung im Aktienfinder etwas angepasst auf den Zeitraum ab 2017.
Und dann sehen wir auch, dass diese fairen Werte durchaus auch mal überschritten werden. Wir sehen aber auch, dass sie zu Corona in einer Panikverkaufssituation tatsächlich auch mal unterschritten worden sind. Das heißt, wir sehen tatsächlich, dass der Aktienkurs um den fairen Wert mehr oder weniger so drumherum schreitet. Ist jetzt aber dann auch dadurch nicht mehr ganz so lange die Datenhistorie. Wenn wir das aber mal uns angucken, dann sind wir im Moment tatsächlich bei dem jüngsten Kursrücksetzer ziemlich genau bis zu den fairen Werten zurückgekommen und jetzt nur minimal oben drüber. Und ja, ungefähr auf Höhe bzw. Leicht überbewertet, wenn man das Ganze jetzt hier mal annimmt. Man kann mit Sicherheit darüber streiten, was jetzt davon richtig ist. Das ist mit Sicherheit auch so ein bisschen eine Glaubensfrage vielleicht. Aus meiner Sicht, ich würde mich eher an dem hier orientieren und ein bisschen skeptischer das Ganze vorgehen. Wir haben ja gesehen in der Historie mit der Standardeinstellung, das hat nicht so ganz gepasst. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, wie dann das Potenzial aussehen würde, dann wären das nur noch 22% bis Ende 2024 oder 7% pro Jahr. Das ist jetzt aber auf Basis von bereinigten Gewinnen, auf Basis von bilanzierten Gewinnen wäre tatsächlich noch ein bisschen mehr Potenzial drin. Irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Realität liegen, wenn überhaupt. Aber wir sehen, wenn wir das jetzt hier mal annehmen würden, dann hätten wir hier nur noch ein moderates Wachstum von irgendwie 7% oder vielleicht ein bisschen mehr pro Jahr, was ja durchaus ordentlich ist, aber jetzt auch nicht mehr ganz so extrem. Ob das jetzt hier korrekt ist oder was anderes, das überlasse ich euch. Ich würde mich jetzt tatsächlich einfach mal von der Grundannahme eher mal ein bisschen pessimistischer orientieren bei meinem Vorgehen. Damit fährt man vom Grunde her immer gut, aber schlecht ist auf jeden Fall beides nicht. Gucken wir uns mal den Chart des Unternehmens an und beschäftigen uns mal so ein bisschen mit der Chartstruktur. Und was wir ganz schön sehen können, ist in diesem langfristigen Chart, den wir gesehen haben, erstmal hier diese IPO-Base. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich gerne auch nochmal hier oben, was es damit auf sich hat. Die sehen wir hier auch bei Facebook wirklich sehr schön, diese IPO-Base. Dann nochmal den Retest von oben, wo dieses Ausbruchsniveau nochmal angetestet worden ist. Und dann kam eigentlich der Abflug und die Aktie ist hier schön nach oben gelaufen. Wenn man mal guckt, tatsächlich hier von den absoluten Tiefs und verbindet das Ganze mal, dann sieht man hier eigentlich einen wunderschönen Aufwärtstrend. Wir wurden hier einmal durch Corona nach unten in der Panik durchschritten nach unten. Kann man jetzt drüber streiten, ob man das abschneiden sollte oder nicht. Wenn man mal in den Geschäftszahlen guckt, eigentlich war Corona für Facebook eigentlich eher Segen als Strafe. Insofern war das wohl eher ein Panikabverkauf, in dem alles verkauft worden ist. Wir sehen aber so richtig einen Abflug danach hat die Aktie nicht gemacht. Sie ist zwar sehr stark gestiegen, hier von 140 bis sogar über 340 jetzt mittlerweile. Also nach Corona extrem starker Anstieg. Aber wir sehen, es orientiert sich nach wie vor eher an dem langfristigen Aufwärtstrend. Diese Übertreibung, die wir hier mal hatten, die wir auch im Aktienfinder gesehen haben, die sehen wir jetzt eigentlich gerade eher mal nicht unbedingt. Insofern könnte man hier nachgehen und dass wir ungefähr auf Basis vom langfristigen Aufwärtstrend uns auch gerade befinden. Interessant ist aber auch zu sehen, wenn man mal die obere Seite verbindet, einfach nur diese oberen Hochs hier miteinander verbindet. Auf der einen Seite, wir haben schon lange nicht mehr so einen richtigen Schub nach oben bekommen. Und auf der anderen Seite, das Ganze verengt sich hier und wird interessant zu sehen sein, wenn das noch näher zusammenläuft, in welche Richtung das Ganze sich dann weiterentwickelt, ob sich das Wachstum eher ein bisschen abschwächt oder ob das eher so steil weitergeht wie bisher. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen oder das wird mit Sicherheit noch ein bisschen dauern, bis die zwei Bereiche hier zusammenkommen und wir dann sehen können, welche von diesen Trendlinien sich am Schluss wirklich durchsetzt. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein, eher in die aktuelle Situation. Und was wir sehen können, ist, dass hier nach Corona gab es hier mal so ein bisschen so eine Widerstandszone, in der die Aktie nicht so wirklich oben drüber gekommen ist nach dem starken Anstieg, aber auch kein Wunder. Dann nach oben drüber hier ausgebrochen, dann das Ganze nochmal von oben angetestet, auch sehr Standard. Und jetzt hier geht es gerade wieder nach oben weg. Nicht auf neuem Allzeithochniveau, aber mit Sicherheit auch nicht niedrig. Und wir haben ja gerade gesehen, auch hier entlang kann man durchaus einen Aufwärtstrend ziehen. Insofern auch nicht wirklich weit weg vom grundsätzlichen Aufwärtstrend des Unternehmens. Jetzt zoomen wir noch mal ein bisschen näher rein, gucken uns das Ganze auf täglicher Kerzenbasis an. Also jede dieser Kerzen ist jetzt ein Tag. Was wir ganz schön sehen können, ist hier zuletzt eben diesen Abwärtstrend. Wir haben eigentlich auch schon hier einen Abwärtstrend gehabt, der nach oben durchschritten worden ist. Gehen wir mal davon aus, man ist noch nicht investiert in die Aktie, dann würde ich hier erst noch mal beobachten, ob die Aktie es schafft, diesen Abwärtstrend hier oben tatsächlich zu überschreiten. Und dann wäre das tatsächlich auch ein Einstieg. Man kann das Ganze aber auch noch mal so betrachten. Wir sehen hier so ein bisschen so einen Deckel drauf, wo die Aktie noch nicht so drüber hinausgekommen ist. Wenn man jetzt mal auf und ausgehen würde, hier, das ist ungefähr bei $355, die Aktie würde hier oben drüber hinausschreiten. Dann könnte man durchaus mal einen Einstieg wagen. Dann wäre das tatsächlich ein positives Signal und Kaufkraft, die in die Aktie reinkommt. Und dann kann man hier wunderschön unter dem Tief sich absichern. Das sind ungefähr 13%, also von $355 hier ungefähr unter dieses Tief hinaus. Dürfte ungefähr so ein bisschen unterhalb von $310 sein.
sind ungefähr 3-10% Risiko, die man dann hätte. Und das kann man dann wunderbar antesten. Also wenn es oben drüber hinausgeht, kann man einsteigen, kann sich unten drunter absichern. Wenn es dann wieder nach unten durchsackt, wäre es tatsächlich auch unterhalb des Aufwärtstrends, was tatsächlich nicht ganz so berauschend und prickelnd wäre, dann sollte man auch tatsächlich mal wieder an die Seitenlinie treten. Aber wie immer gilt, das Ganze ist jetzt keine Handelsempfehlung, ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, sondern ist einfach nur meine Meinung zu der Aktie. Ich persönlich tatsächlich bin nicht in die Aktie investiert. Ich habe es auch nicht vor. Und das, obwohl ich gerade eigentlich nur Lobreden gehalten habe auf Facebook. Der Hintergrund ist relativ einfach. So sehr ich auch das Geschäftsmodell von Facebook schätzen kann und verstehen kann und auch für wirklich sehr ertragreich halte, so wenig kann ich mich selbst damit identifizieren und ich möchte es einfach nicht in meinem Depot haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was ich so alles jetzt vorher gesagt habe, aber für mich ist auch immer so ein Grundansatz und ich habe ja auch mal ein Video gemacht zum moralischen Investieren, verlinke ich auch gerne mal hier oben. Darüber kann man sicher streiten, das ist eine persönliche Sache, aber ich möchte einfach bei mir einen Konzern jetzt nicht im Depot haben, in dem ich ja solche negativen Effekte auch auf die Gesellschaft sehe, in dem ich auch ein Management sehe, das, ja, ich will nicht sagen über Leichen geht, aber zumindest mal einen sehr großen Fokus rein auf den Profit hat und weniger auf die Interessen der Kunden. Sondern wenn dann Features und sonstige Sachen nur macht, wenn es dem eigentlichen Ziel der Geldvermehrung dient und nichts anderem. Ehrlich gesagt, das entspricht nicht so ganz meiner Vorstellung. Facebook, ich benutze es logischerweise, weil ich es auch brauche. Ich nutze auch Instagram, ich nutze auch WhatsApp. Deswegen, ich sehe schon die Vorteile davon und ich sehe, welche Macht Facebook damit Sicherheit hat. Ich könnte auch einfach hingehen und sagen, ich profitiere davon, dass das Unternehmen da vieles richtig macht. Ich möchte es aber einfach nicht im Depot haben. Ich weiß, dass mir da Gewinne entgangen sind. Ich weiß, dass mir da wahrscheinlich auch weitere Gewinne entgehen werden. Aber es gibt genug andere Unternehmen, in die ich investieren kann, wo ich mich deutlich besser und wohler dabei fühle, in die ich auch investieren möchte, weil ich es einfach cool finde und dabei sein möchte, wenn die wachsen. Und dazu gehört Facebook leider nicht. Ich kann aber jeden verstehen, der da rein investiert. Von den fundamentalen Daten, von den Wachstumsdaten kann ich da absolut nichts dagegen sagen. Für mich ist es eher ein Thema der Managemententscheidung, der Managementmoral, die ich da in dem Unternehmen sehe und deswegen einfach nicht investieren möchte. Wenn du selbst auch mal solche Kriterien kennenlernen möchtest und auch dein Ankerdepot so aufbauen möchtest mit guten Unternehmen, die durchaus fundamental solide sind und wachsen, aber eben vielleicht auch noch anderen Kriterien entsprechen, die du in deinem Depot sehen möchtest, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Dann können wir uns auch gerne mal dein Depot anschauen und schauen, was du da jetzt schon drin hast. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, falls du es noch nicht getan hast. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, ciao und viel Erfolg an der Börse.